Solche Manöver sind beim Rollstuhlbasketball keine Seltenheit. Und die Rolling Chocolate geben beim Vorbereitungsturnier alles. Auch wenn es noch nicht um Ligapunkte geht, die Mannschaft um das neue Trainerteam um Klaus Weber und Uwe Bleicker-Schulze muss sich erstmal finden. Keine Selbstverständlichkeit für die beiden Coaches, die auch als Spieler am Ball sind. Ist schwierig. Also ich bin jetzt auch in dieses Thema erst reingerutscht letztendlich, mehr oder weniger. Ich muss jetzt selber erstmal für mich schauen. Hinzu kommt, dass sie das Team neu einstellen müssen. Zwei wichtige Akteure der Vorsaison, als die Rolling Chocolate sogar Vizemeister wurden, haben die Mannschaft verlassen. Wir hatten jetzt auch zwei Abgänge. Gerade mit dem Ralf Schwarz war es halt unwahrscheinlich schwer, weil es war unser Topscorer. Der war immer für 30 Punkte gut. Übrigens, nicht jeder Rollstuhlbasketballer sitzt auch abseits des Courts im Rollstuhl. Nur ein Teil des Teams muss eine körperliche Behinderung haben. David Deuter gehört beispielsweise nicht dazu. Und ist er zufällig vom Fußgängerbasketball, wie seine Teamkollegen die klassische Variante nennen, zur rollenden Variante gewechselt? Ich wollte erst so bei den Fußgängern mitmachen und dann bin ich aus Versehen in der Halle gelandet und dann haben die gemeint, ey, mach doch einfach mal mit. Dann habe ich mitgemacht und habe gemerkt, das macht mir genauso viel Spaß und die Gruppe ist halt ziemlich cool und deswegen bin ich jetzt seitdem dabei. Und das ist kein Zuckerschlecken, nicht nur körperlich, auch mental müssen die Sportler richtig ranklotzen. Aber da muss man auch einiges lernen, also es sind ein paar neue Taktiken dabei und das Dribbeln ist ein bisschen anders und vor allen Dingen der Wurf. Also ich merke das jedes Mal, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, dass ich dann einen ganz anderen Wurf habe. Ob er sein Team auch in dieser Saison erneut in die obere Tabellenregion der zweiten Liga führen kann, so ganz wissen die Heidelberger aktuell noch nicht, wo sie im Vergleich mit der Ligakonkurrenz liegen. Wo wir dann am Ende stehen werden, schwer zu sagen, Vizemeister wie letztes Jahr, schauen wir mal, aber wäre schön, aber schwer zu sagen. Zumindest schuften sie schwer, dass es doch noch klappt. Vor allem in dieser Woche, denn der Auftakt steht kurz bevor. Wir haben jetzt wohl noch ein Wochenende, wo wir jetzt halt noch mal richtig Gas geben werden und dann schauen wir einfach mal. Und auch wenn für die erste Liga ohnehin das nötige Kleingeld und die finanzielle Unterstützung fehlt, wollen sie sportlich wieder das Maximale aus dem Team herausholen.